Servus bei Blue Tomato, ich bin der Björn von Canoa Trading. Stelle euch hier die neue Battalion Snowboards Line für den kommenden Winter vor. Wir sind dann beim ganz besonderen Board angekommen, Magic Carpet, das neue Magic Carpet für die kommende Saison. Also magst du es im Pulver unterwegs zu sein, dabei verspielt unterwegs zu sein, deine Tricks im Pulver zu verführen, ob jetzt Regular, Switch, Fakey, wie auch immer. In beide Richtungen bietet das Board einen unglaublichen Float. Ist die Pau Twin Triple Base verbaut. Das heißt, wir haben erst einmal einen relativ breiten Shape. Das heißt, du kannst es ein bisschen kürzer fahren, als du jetzt vielleicht deine Boards gewohnt bist. Hast dabei aber einen extrem guten Auftrieb durch die Breite, durch die verbaute Pau Twin Triple Base. Das heißt, also wir haben hier ein Pau Twin, wir haben eine extreme Triple Base verbaut mit dem ganz schmalen Steg im Nose- und Tail-Bereich. Und den höchsten Uplift bei der Triple Base. Dieses wird nochmal verstärkt. Nach dem breitesten Punkt vom Snowboard haben wir den sogenannten Sidekick. Der Sidekick, ja, der lässt nochmal die Kante etwas mehr aufsteigen, kann man sagen. Gibt dir noch einmal mehr Auftriebeffekt. Das Board lässt sich leichter noch einmal umkanten. Und sollte es wirklich mal ein bisschen unruhige Piste geben, dann wird es deinen Lauf nochmal ein bisschen beruhigen. Gräbt sich überall seinen Weg. Wie gesagt, ob du jetzt Fakey oder Regular unterwegs bist, ist bei dem Brettel einfach wurscht, wie man so schön sagt. Das Board hat da mega guten Auftrieb. Wie gesagt, egal ob Nose oder Tail, Pau Triple Base und mit dem Magic Carpet. Ja, es ist wirklich ein Zauberteppich. Probiert es einmal aus. Mit dem habt ihr definitiv Spaß. Nicht nur im Powder, sondern auch auf den Pisten. Ultra geiles Spaßbrettel. Schaut es euch an, es gibt es in verschiedenen Längen. Sicherlich auch was für euch oder für dich dabei. Ja, viel Spaß im Winter mit dem Zauberteppich Magic Carpet von Battalion Snowboards.